Innovation gegen Tradition, ruhig gegen laut, fair gegen Saarbrücken ist ein Duell der Gegensätze mit Gemeinsamkeiten. Beide Teams wollen personellen und witterungsbedingten Widerständen trotzen. Trainer Rüdiger Ziel bringt es auf den Punkt, wir wollen das Beste aus der Situation machen. Fair, die Gastgeber in Weiß mit der ersten Gelegenheit. Jari Otto nach 11 Minuten trifft das Außennetz. Auf der anderen Seite der FC Saarbrücken mit dem ein oder anderen Ausfall, unter anderem auch Kai Brünker, angeschlagen, nur auf der Bank. Für ihn er auf dem Rasen, Simon Stähle, und der bringt Tempo mit im Umschaltverhalten. 30 Minuten gespielt, Gruber umkurvt, aber eben nicht den Weg ins Tor gefunden. Simon Stähle im Sommer von Hannover 96 gekommen, hier dribbelstark, aber nicht abschlussstark genug für Luca Unbehauen im Tor, der Ferler. Dann Rabihic und Kerber, 45. Und der Ball wird immer länger und höher und richtig unangenehm für Luca Unbehauen. Der ist wieder auf dem Posten. Beim Abschluss von Luca Kerber, dessen Vertrag läuft aus im Sommer, er wird vom einen oder anderen Verein umworben. Saarbrücken tut viel, um sein saarländisches Top-Talent langfristig zu binden. Der FCS dann in der Partie. Wir sind immer noch vor der Halbzeit. Und das ist Rabihic. Unbehauen rettet für sein Team gegen Kasim Rabihic, gegen seinen Ex-Verein. 68 Mal dritte Liga für Ferl, 42 Scorer. Hier trifft er nicht für Saarbrücken. Zielsteam kommt mit den Platzverhältnissen besser klar. Ende sucht ohne Corbos und Oliver Batista Meyer nach Offensivideen. Die hat auch im zweiten Durchgang vor allem der FCS. Stähle findet Tiefe und findet in der Mitte Julius Biada und wieder Unbehauen. Und Rabihic bekommt ihn dann im Nachschuss nicht aufs Tor. Luca Unbehauen mit einer klasse Leistung. Einmal mehr wischt er den hier weg. Und der FCS weiter gierig. Immer wieder involviert Rabihic, dann über den Flügel die Michele Sanchez. Und dann einlaufend von der rechten Außenbahn Lukas Böder. Er setzt den gelb gesperrten Rizzuto. Und der wird offensiv dann immer mutiger, schwierig zu verteidigen für eine Viererkette, wenn der Schienenspieler da am zweiten Pfosten lauert. Was eigentlich mit Pferl? Die sehr verhalten, kommen auf dem Boden schlechter klar. Sessa, der sich da mal durchdribbelt und dann weggegrätscht wird. Auf die übelste Art von Julius Biada. Führt die meisten Zweikämpfe für den FCS. Der hier wird ihm zum Verhängnis. Platzerweis. Ausgeteilt von Schiedsrichter Hildebrand. Und den kannst du geben. Denn Biada kommt da viel zu spät gegen Sessa. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Zeigt da gelb und gibt ein paar Worte mit. So geht's aber auch. Fährt jetzt in Überzahl mit Kammerbauer. Wir sind schon in der Schlussphase, 82. Minute. Dieses Schema gab's oft. Immer wieder raus auf Ochojski, Halbfeldflanke. Die hier pflückt sich Kammerbauer, scheitert aber an Schreiber. 90. Minute. Ferl probiert's nochmal in Überzahl. Becker mit einem Klops. Den darf er nicht passieren. Und dann Mittelstädt. Wolfram verarbeitet den gut, inszeniert top für Mittelstädt und der scheitert dann an Schreiber. Es bleibt beim 0:0. Ferl macht zu wenig aus der Überzahl. Die Helden des Spiels sind die Torhüter. Wir haben einfach zwei Phasen des Spiels, vor der roten Karte, nach der roten Karte. Ich glaube, vorher waren wir einen Tick besser, hatten mehr Aktionen einfach im gegnerischen 16er und müssen da, glaube ich, auch in Führung gehen. Von daher war ich da mit der Art und Weise, wie wir gegen den Ball gearbeitet haben, wie wir auch eigenen Ballbesitz hatten, war ich zufrieden. Was gefehlt hat, war das Tor. Eure Kollegen hatten uns für die Rückrunde jetzt nicht so viel zugetraut. In den ersten drei Spielen haben wir dreimal gepunktet, wo wir in der Hinrunde mit einer anderen Konstellation dreimal verloren hatten. Von daher sage ich, wir sind genau auf dem richtigen Weg und peu à peu werden auch wieder Jungs dann dazukommen. Aber die heute da waren, haben wieder einen Weg beinahe gefunden, dieses Spiel zu gewinnen, wie in Regensburg auch schon.
Saarbrücken mit 17-12 Abschlüssen. Die fehlende Effizienz und eine unglückliche rote Karte bringen sie um 3 Punkte vor dem Gradmesser gegen Ingolstadt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.